Leute, da sind wir mal wieder. Ich bin noch hier im. Ich stand gerade die ganze Zeit bloß daneben. Ich fand's gerade so schön. Ich gehe raus, schnapp mir nochmal so ein gehacktes Kloß, ne? Und wollte den eigentlich gerade. Es sind immer so. Mal kurz so naschen, klein. So, ja, klar, setz dich hin. Nimm's dann langsam auf. Am Arsch. Ich habe auf jeden Fall Schluck aufgekriegt. So dieses, ach ja, man isst mal was Kleines, auf jeden Fall ein paar Schluck auf. Und ich denke mir, hab jetzt gerade erstmal Schluck. Gut und gerne eine Dreiviertelstunde gewartet. Jetzt geht's, glaube ich, wieder. Ich hoff's. Und, ja, jetzt heißt hier noch ein bisschen Holz fahren. Und nebenbei würde ich mal kurz. Ah, da hängt noch einer drin. Nee, und währenddessen würde ich ja mal ein bisschen was erzählen. Und das geht, also, das ist jetzt heute erstmal die letzte Folge, die ich aufnehme. Dann werde ich vielleicht im Laufe des Wochenendes mal wieder welche aufnehmen. Und wenn mal wieder welche ausfallen, tut's mir wirklich nicht leid. Weil, naja, ich habe auch nicht immer wieder Lust, was aufzunehmen. Einfach mal so. Also, das ist jetzt. Super, jetzt ist das Ding hier drüben nachgewachsen. Warum. Scheiß drauf. Dich machen wir noch weg. So. Jetzt machen wir nämlich noch schön die Axt kaputt, damit ich mir nämlich gleich eine schöne neue machen kann. Und ich würde sagen, weil ich ja gesagt habe, ich fange ab dieser Folge dann nämlich mal an mit meinen ganzen, in Anführungsstrichen, Live-Stories. Ich habe auch so drüber nachgedacht, was kann ich denn Schönes erzählen? Was ich eigentlich selber richtig cool fand. Ich meine, es gibt immer nur. Ich komme meistens nur so auf solche Momente, wenn ich mit den anderen gerade über irgendwas erzähle. So wie Marco letztens nämlich so schön erzählt hat mit seinem. Wo die Leute so drüber gedacht haben. Ah, genau, das war. Das ist zum Beispiel mal was richtig schön Lustiges. Wie lange ist denn das her? Das war kurz bevor ich mit meiner letzten Ex zusammengekommen bin. Weil sie hat mir dann mal ziemlich mitgeholfen. Also auf jeden Fall, ein Kumpel hatte so gesagt, ja, er hat eben einen Job. Und der Chef meinte von da aus, ja, wir bräuchten immer mal wieder ein paar neue Leute. Fuck, mein Inventar ist voll. Warum ist mein Inventar voll? Was brauchen wir nicht? Die Violettwolle. Weg damit. Die ist eh auch nur cheated. So, von daher. So. Der Typ brauchte neue Leute. Und es sollte nicht großartig werden. Eigentlich nur so eine Art Aushilfejob. 400 Euro Basis. War nicht viel. War eben halt bloß so ein ganz kleiner Aushilfejob, ja. Und die Arbeitsverhältnisse da waren auch relativ gut. Aber ich will jetzt nicht so großartig was über den Job erzählen. Ist eben halt bloß so wichtig, dass ich das mit erzähle, weil durch unseren Chef, oder durch meinen Chef damals, habe ich mit meinem Kumpel so eine Art Bungalow bekommen. Also er kannte einen, der hatte ein Haus. Neben dem Haus war noch ein kleineres Haus, könnte man sagen, nebendran eben halt. Muss ich noch kurz warten, ne? Okay, dann warten wir noch mal ganz kurz, bis hier alles runtergefallen ist. Und. Oder wir reißen einfach alles ab. So. Und das Haus stand zur Vermietung offen und mit unserem Gehalt, also mit meinem und dem von meinem Kumpel, konnten wir das Ding uns eben halt leisten. So. Also haben wir uns das Ding gemietet und. Der Haushälter, der Vermieter war auf jeden Fall auch richtig schön nett. Und das war auch relativ abgeschieden. Und natürlich habe ich da drinnen dann mit meinem Vater, mit von meinem Kumpel, seinem Vater, wollten wir eben halt so eine kleine Zwei-Mann-WG da drinnen gründen und gemütlich eben halt da drinnen wohnen. Ja, haben wir da alles so ein bisschen umgebaut, eingerichtet, weil das war so eine Stuben-Küchen-Kombination mit jeweils zwei Zimmern plus dran und ein Bad. Das hat aber völlig ausgereicht, weil man hatte auch noch einen kleinen Vorgarten und einen kleinen Heckgarten gehabt. Da haben wir alles richtig schön aufbereitet und richtig geil gemacht.
So, wo wir dann mit allem fertig waren, haben wir dann gesagt, gut, dann machen wir jetzt hier eine schöne Einweihungsparty, laden wir Freunde ein und auch welche mit von der Arbeit, die vorbeikommen können. Und die wollen aber, als Einweihungsgeschenk kam dann unser Chef an, weil er war eh immer so einer, er war wirklich richtig cool drauf. Hängen wir dich hier hin. Kannst dich schön ausbreiten. Nee, er war immer so ein. Wie soll ich sagen? Man hat sich untereinander geneckt. Also man freundlich natürlich. Also man hat auf der Arbeit niemals den Unterschied zwischen Arbeitskraft und Chef gehabt, sondern es war dann eher wirklich so privat, war privat und Arbeit war Arbeit. Und das konnten wir auch immer so schön auseinanderhalten und dann, aber haben eben halt dank ihnen ja die Wohnung gekriegt und haben ihn dann eben natürlich mit so einem Dings eingeladen. Naja. Jetzt kommt das Beste eben halt. Wo es dann eben halt ankam und haben natürlich dann noch Einweihungsgeschenke mitgebracht, meinten sie letztendlich, dass ich die Frau im Haus bin. Warum ich? Das weiß ich nicht. Gut, okay, eigentlich weiß ich's. Weil ich bin eben halt so ein Kerl, ich kann ihn eben halt nicht nur bauen. Also ich bin nicht nur irgendwie handwerklich begabt, nein. Ich kann auch kochen und ich kann. Sorry, ich war gerade hier gerade ein bisschen abgelenkt. Ich kann kochen, ich kann auch Wäsche waschen und ich kann dies und ich kann das und ich kann jenes. Oh, können wir gleich mit drauf machen, zack. Und ja, dann haben sie letztendlich gesagt, dass ich die Frau im Haus bin, weil jedes Mal, wenn wir dann sozusagen von Arbeit gekommen sind, durfte ich erstmal in Ruhe es. Mittagessen kochen, Haus putzen. Mein Kumpel hat natürlich mitgeholfen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass er irgendwie faul wurde oder so. Nein, 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 nein. Er hat auf jeden Fall mitgeholfen und aber trotzdem ging dann irgendwie das Klischee durch, dass ich dann eben halt die Frau im Haus bin. Und dann zu mein Kumpel kam sie an, haben sie denen dann erstmal schön so eine Flasche Feuerwasser gegeben. Also ja, es war Schnaps, okay? Ja, mir fällt gerade keine andere Umschreibung ein. Und mir haben sie eine Tüte in der Hand gedrückt mit einem pinken großen Feuerzeug, mit einem Hello Kitty Überraschungsei, mit Duftbäumchen und was weiß ich nicht noch alles für ein Scheiß. Eben halt so. Natürlich, ich bin ja auch Raucher, ne? Haben sie mir, in meinem Kreisen nennt sich das Nuttenzigaretten. So welche ganz lang dünnen. Und haben sich dann eben halt ein bisschen über den Abend darüber kaputt gelacht, wie, naja. Wie schön es doch ist, die Frau im Hause zu sein. Fand ich nicht so witzig. Aber naja. Das ist zum Beispiel so ein Ding und die Party ging auch richtig schön ab. Also das ist sowas nicht. Also wir hatten Spaß ohne Ende. Wir haben gegrillt, wir haben alles Mögliche gemacht so einfach. Also später sind auch die meisten gegangen von Arbeitskollegen und so weiter, weil es waren ja schon ein paar Ältere, die dann eben halt gesagt haben, später, na, ich muss jetzt mal wieder nach Hause. Manche sind eben halt da geblieben. Aber mein Chef, der war immer so richtig schön korrekt gewesen, mit denen konntest du richtig schön Späße machen. Und ja, ihr müsst euch das so vorstellen, da wo die Stube und die Küche so gleichzeitig, also das Wohnzimmer und die Küche zusammen waren, da war, sorry, da waren eben halt drei riesengroße Fenster drinnen. Also richtig schön große Fenster. Und die hatten eben halt noch mit normalen Fliesen eben halt die Fensterbrett. Ja, Fensterbrett. Das innerliche Fensterbrett war eben halt mit normalen Fliesen gemacht. Und mein Chef stand draußen und alle schon so ein bisschen angetrunken und fröhlich, Partystimmung. Yay! Und da sagt mein Chef doch zu mir, na, mal gucken, wie stark du geworden bist, seitdem du bei uns arbeitest. Weil ich war da, glaube ich, schon gut und gerne ein Jahr. Und, nee, Dreivierteljahr oder so weiter. Und es war ja wirklich eine relativ schwere Arbeit, wenn man den ganzen Tag Sackkarren rumschleppen muss und so weiter. Also nicht einfach nur so ein. Viele denken sich, eine Schubkarre, eine Sackkarre ist doch nicht viel. Aber dann denkst du dir so, naja, es geht ja nicht nur um eine, sondern es geht ungefähr um eine Containerladung voll, die du rausräumen musstest. Und
Das war dann schon wieder eine ganze Menge. Ich merke gerade, dass ich keine Fackel mitgenommen habe. Da werde ich mir gleich wieder welche holen. Oder? Habe ich noch welche? Müssen wir welche haben. Ja, 4 Stück. Wow! Zack, zack, zack. Da, so. Jetzt wird man nämlich gleich runterspringen und werden uns eine neue holen. Oder man geht einfach hier runter. Warum ich jetzt keinen Schaden gekriegt habe, weiß ich auch nicht. Vielleicht werde ich noch dranhängen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, warum ich das jetzt so erzähle, wir waren dann eben halt so, komm, jetzt haben wir Chancen, sind, machen wir Arm drücken. Aber er stand eben halt draußen und ich drinnen. Dann haben wir uns beide dann eben halt so hingestellt, dass wir mit dem Ellenbogen auf dem Fensterbrett waren und dann im Fenster drinnen. Ja, wir waren eben halt schon leicht angetrunken und so weiter, also von daher kann man uns das nicht übel nehmen. Und, naja, ja, blöd jetzt. Komm, schmeißen wir dich mal raus, packen hier die Kohle wieder drin. Und die Sticks packen wir darin. Ne, und auf jeden Fall war das ja, haben wir dann so richtig schon lange gedrückt und ich habe auch ein bisschen mein Gewicht mit drin gebracht und dann brach auf einmal eine Fliese unter meinen Ellenbogen ab. So richtig schön so, erstmal schön den ganzen Arm aufgeschürft gehabt, also richtig schön so eine kleine Schnittwunde drin gehabt. Und dann war das Gelächter erstmal groß. Weil das sah so dämlich von mir aus und mein Chef fing dann noch an, ja, du sollst dich mit dem Arm drücken und nicht deine fette Wampe dann draufpacken. Und oh, wir haben uns prächtig damals amüsiert. Das sind so kleine Storys bis jetzt. Das sind so kleine Storys. Es war auch dann damals dann auch so gewesen, dass es war ja wirklich ein richtig schön abgeschiedener Ort. Also ich meine, so mit richtig schön abgeschieden, wirklich schön abgeschieden. Es war ein Dorf gleich neben unser Stadtteil, also das war noch relativ klein. Und naja, was willst du denn da machen? Es gab eben halt auch nicht viel zu tun und wir hatten da eben halt auch einen schwulen Nachbarn. Also ich... Jetzt kommen irgendwie was an wie, hast du was gegen Schwule? Nein, ich habe nichts gegen Schwule. Ich wollte nur mal erwähnen, dass der Nachbar schwul war. Mehr nicht. Oder schwul ist. Wenn das immer noch ist. Ich weiß nicht, ob es immer noch ist. Das weiß ich, glaube ich, machen wir jetzt mal hier eine Kiste. So. So. Jetzt packen wir die Kiste genau da drauf. Packen wir erstmal das ganze Holz weg, was wir nicht mehr brauchen. Die ganzen Blätter, die Säpplinge. So, jetzt haben wir jetzt mal wieder ein leeres Inventar. Das kann ich übrigens noch mal ein bisschen besser arbeiten. So, und auf jeden Fall, speziell. Also sagen wir es mal so, manche von unseren Freunden könnten ihn eben halt nicht so abhaben. Weil ich nicht mehr... Habe ich noch irgendwo... Ja, doch, ja, Tropenholz. Ah, ich habe noch Tropenholz. 37 Stück, yay. Weil ja eben halt... wenn er ein bisschen zu viel getrunken hat, hat man eben halt regelrecht gemerkt, dass er eben halt ein bisschen vom anderen Ufer ist. Und... weil er fing dann eben halt bei den Männern öfters mal dran, über die Hand zu streicheln, wenn er irgendwie Tschüss gesagt hat, wo man normalerweise immer einen Handdruck bloß gibt und dann... Aber er war ein netter Kerl, das kann ich auf jeden Fall nicht schlecht reden und so weiter. Letztendlich war dann das Problem, dass ich fast tot bin. Das Problem an der ganzen Sache, warum ich dann letztendlich nicht mehr da drin gewohnt habe, war... Mein Mitbewohner, seine Familie hatte durch den Auszug von ihm ein bisschen familiäre Probleme später gehabt. Also sprich, eben halt auch ein bisschen Geldmangel, weil sein Vater eben halt auch Frührentner war und so weiter. Und ich habe das natürlich auch komplett verstanden. Und vielleicht mochte er es aber auch einfach nicht mal mit mir zusammen zu wohnen. Das ist mir auch sowas von relativ... Das ist dann seine Sache gewesen. Wenn er mich angelogen hat, was ich eigentlich weniger glaube, aber
Jeden das eine, ne? Immer, wenn wir das jetzt hier so machen. So, das hier hin. Machen wir hier nochmal. Warum? Weiß nicht mit ganzen Blöcken, weil ich Half-Slaps lieber mag. So, jetzt haben wir dich so. Machen wir dich mal kurz ein bisschen weiter hier hinter. Wir machen das Haus nämlich oval. Ne, warte mal, das ist zu früh, das ist zu früh. Sondern hier hin. So, und von hier aus muss es dann ganz hintergezogen werden. Dann hätten wir nämlich da vorne so eine schöne kleine runde Ecke. So. Und auf jeden Fall mussten wir damals dann ausziehen. Und ich wollte eben halt nicht zurück zu meinen Eltern. Und habe mich dann eben halt eine Wohnung gesucht. Weil ich dann, weil zu der Zeit war ich dann nämlich schon mit den Innenmädels zusammen. Mich eben halt in der Nähe von ihr bin ich hingezogen. Kann man ja auch irgendwo verstehen, ne? Hier drüben machen wir genau das gleiche. Ich weiß bloß noch nicht, wie man hochkommt, aber das ist erstmal Nebensache. So. Und. Ne, und da sind ein paar Freunde dann später da eingezogen. Und ich war ja, wie gesagt, wo ich dann später eingezogen bin und so weiter, dann mit dem Mädel zusammen gewesen. Man hat ja ab einem bestimmten Alter ein bisschen Spaß zusammen, ne? Und naja, wo dann eben halt bei uns die ganzen Sachen ausgeräumt wurden, der Teppich, der drin ist, den brauchte ich eh nicht mehr. Deswegen habe ich gesagt, zum Kumpel, dass er den gerne behalten kann und so weiter. Er meint aber, nee, ich will gerne einen eigenen Teppich drin machen. Ich habe da schon einen in Aussicht. Ich denke mir so, okay, ja, mach das. Dann haben wir einen Teppich rausgenommen und da, wo normalerweise mein Mülleimer stand, war eben halt was Gummiartiges hinter dem Teppich gefallen. Und er hat mich nur angeguckt und meinte nur so, hast du keinen Mülleimer? Und ich denke mir so, Junge, es kann doch mal was daneben geworfen werden. War dann auf jeden Fall eine sehr witzige Situation, wo er dann auf einmal ankam und mir das Ding unter die Nase gehalten hat. So. Ne, hier müssen noch eins hin. Machen wir nämlich hier vorne genauso eine. Hier vorne wollte ich noch eine größere halbrunde Ecke machen. Dann machen wir hier zwei. Eins, zwei. Hier die zwei weg. So. Dann kann man hier nämlich eine richtig schöne große runde Fläche machen. Wie habe ich das gemacht? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dann müsste es hier eigentlich. Hier wird er 1, 2. Ah, fuck, das geht genau in den Baum drin. Schade. Ich hasse diese Blöcke manchmal. Der halbe Blöcke, man. Schlag mir eben halt hier die B noch weg. Du störst mich jetzt hier. Komm, geh runter auf die Höhe und dann wird das schön. Irgendwie. Kann man eigentlich so lassen. So die Größe ungefähr. So. Und hier hinten, das wird noch bis. Dass man da erstmal die Stelle offen, damit wir da jederzeit hochgehen können. Ja. Das sind eben halt so Stories, die ich noch sehr gut in Erinnerung habe. So, das eben halt mit den gummiartigen Lustbeglücker. Keine Ahnung, wie kann man sowas nennen, ohne dass es eben halt. Sagen wir es einfach, eben halt im Kondom. So, zack. Und es war auf jeden Fall, und es war kein Zug ist halt, ne? Das ist, ja. Und das sind eben halt immer so eine Tatsachen, die mich eben so. Komm, hier hinten machen wir noch eine Reihe mit. Ich will auch nicht so eine Art rundes Haus drin haben. Und dann mit ganz vielen Fenstern, versteht sich natürlich, ne? Mit ganz vielen Fenstern. So. Das können wir so lassen. Genau.
Wir haben jetzt 20 Uhr. Ich werde demnächst wieder weiter aufnehmen. 20 Uhr, wir haben es jetzt 20 Minuten. Ich werde demnächst wieder aufnehmen und werde dann natürlich das Ding hier hinten weitermachen. Und ich habe ja nicht umsonst die ganzen Blätter und so weiter gesammelt, deswegen wird es richtig schön sein. Ich würde noch ein bisschen was erzählen. Vielleicht kommt dann jemand anders mit dem ich auch so ein bisschen über Erfahrungen von früher reden kann. Wer was wie gemacht hat damals, was er lustig fand, was nicht. Und ich mag sowas so aus Vergangenheiten. Vergängnis. Was früher passiert ist, halt zu erzählen. Ach, darum habe ich das so gehabt. Ich weiß noch nicht, was ich hier mit der Ecke machen soll. Ich wollte hier so eine richtig schöne runde Ecke haben. Hier so, das genau hier so hin zeigt, mit so richtig schönem Fenster drinne. Warte mal, man kann es auch so machen. Dann man hier bloß so eine runde Ecke drinne. Und dann machen wir es hier einfach wieder so eine normale Ecke drin. So. Da hat man hier so den Ausguck dann nach draußen. Und hier könnte ich dann nochmal ein schönes großes Fenster drin machen. Und hier hätte man dann eben halt so eine Ecke. Ja, okay, so machen wir's. Und damit würde ich dann mal sagen, bis zur neuen Folge von Minecraft Vanilla. Ich erzähle ein bisschen. Und wenn es interessiert, kann gerne zuhören. Ciao.